Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung einer Limited Edition. Heute gibt es Dragon of the North und ich bin gespannt, ob es dann noch irgendwann Dragon of the South, West und East geben wird. Sind wir mal gespannt? Los geht's! Ich war ziemlich überrascht, als ich das Display ausgepackt habe. Die Farben sind relativ zurückhaltend, muss man schon sagen. Und das macht wieder einen speziellen Look des Displays aus. Die Details sind auf jeden Fall hervorragend abgebildet. Allein wie das Boot und das Schild gemacht sind, das sieht schon hervorragend aus. Auch die moosbewachsenen Felsen sehen aus wie feine Pinselstriche. Das haben sie echt gut hinbekommen. Dann kommt hier dieser silbernde, schimmernde Hintergrund, ähnlich wie bei Gamma Ray Ghouls, zum Tragen, was einen ziemlich coolen Effekt mit sich bringt. Daraus schält sich dann der Drache mit seinen orangenen, hell leuchtenden Elementen, was ziemlich cool aussieht. Insgesamt wirklich ein sehr schönes Display und fügt sich natürlich sehr gut in meine bestehende Drachen-Display-Sammlung ein. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.